Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und es geht um TNF-Alpha-Hemmstoffe. Die werden innerlich angewendet und die sind gelb bewertet, mit Einschränkung geeignet bei schwerer Schuppenflechte, wenn geeignete Mittel nicht ausreichend wirksam waren oder nicht eingesetzt werden können. Langzeitwirksamkeit und Sicherheit sind noch nicht ausreichend beschrieben. Das Ganze steht im Kapitel Haut, Haare im Abschnitt Schuppenflechte und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge. Ich lese vor. TNF-Alpha-Hemmstoffe in Klammern innerlich. Adalimumab und Infliximab sind gentechnologisch hergestellte monoklonale Antikörper. Antikörper sind Eiweißstoffe, mit denen das Immunsystem Fremdsubstanzen bekämpft. Monoklonal bedeutet, dass sie vom Erbmaterial einer einzigen Zelle herleiten. Monoklonal bedeutet, dass sie sich vom Erbmaterial einer einzigen Zelle herleiten. So. Auch Etanercept bremst zielgerichtet die Aktivität von TNF-Alpha, ist aber chemisch anders aufgebaut. So. Die Bewertung. Adalimumab, Etanercept, Infliximab, gelb. Mit Einschränkung geeignet bei schwerer Schuppenflechte, wenn geeignete Mittel nicht ausreichend wirksam waren oder nicht eingesetzt werden können. Langzeitwirksamkeit und Sicherheit sind noch nicht ausreichend beschrieben. Die therapeutische Wirksamkeit der TNF-Alpha-Hemmstoffe bei Schuppenflechte ist nachgewiesen. Das Hautbild bessert sich bei rund 3 von 4 Behandelten nach 3 bis 6 Monaten deutlich. Weil ihre Verträglichkeit bei einer Langzeitbehandlung noch nicht gut eingeschätzt werden kann, sind die TNF-Alpha-Hemmstoffe mit Einschränkung geeignet. Sie sollen erst eingesetzt werden, wenn andere als geeignet erachtete Präparate nicht ausreichend wirksam waren oder nicht eingesetzt werden können. Wichtig zu wissen: Adalimumab wird alle 2 Wochen, Etanercept zweimal wöchentlich unter die Haut gespritzt. Infliximab wird in 2 oder mehrwöchigen Abständen in die Vene infundiert. Bessert sich das Hautbild innerhalb von 3 bis 4 Monaten nicht deutlich, sollte die Therapie abgebrochen werden. Frauen, die schwanger werden können, müssen während der Behandlung und auch noch mehrere Wochen bzw. Monate danach für sicheren Empfängeschutz sorgen. Bei Adalimumab sind es 5 Monate, bei Etanercept 3 Wochen und bei Infliximab 6 Monate. Wenn Sie während der Behandlung mit diesen Präparaten häufig müde sind oder sich schwindelig fühlen, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Jede Infektion, auch eine an sich harmlose Erkältung, kann während der Therapie mit einem dieser Wirkstoffe schwerer verlaufen als gewohnt. Suchen Sie dann unverzüglich den Arzt auf. Wenn Sie grippeartige Beschwerden haben, sich längere Zeit schlapp und müde fühlen, blass sind, Halsschmerzen, anhaltendes Fieber, Blutergüsse und Blutungen auftreten, kann es sich um eine Störung der Blutbildung handeln, die bedrohlich werden kann.
Ich lese das nochmal vor. Wenn Sie grippeartige Beschwerden haben, sich längere Zeit schlapp und müde fühlen, blass sind, Halsschmerzen, anhaltendes Fieber, Blutergüsse und Blutungen auftreten, kann es sich um eine Störung der Blutbildung handeln, die bedrohlich werden kann. Suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf und lassen Sie das Blutbild kontrollieren. Wenn Sie merken, dass die Lymphknoten am Hals, in den Achselhöhlen oder im Lendenbereich geschwollen sind oder wenn Sie unter Husten, Atemnot, unerklärlichem Gewichtsverlust, Fieber, Schweißausbrüchen oder starkem Juckreiz leiden, sollten Sie ebenfalls umgehend das Blutbild kontrollieren lassen. Diese Symptome können Zeichen einer seltenen Krebserkrankung im Lymphsystem, in Klammern Lymphom, sein, insbesondere bei einer länger andauernden Behandlung. Wenn Sie schon einmal ein Lymphom oder eine andere Krebserkrankung hatten, sollten Sie daher auch nicht mit TNF-Alpha-Hemmstoffen behandelt werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Arzneimittel diese bösartigen Erkrankungen fördern. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Adalimumab kann bei Kindern ab 4 Jahren zur Behandlung einer Plaque Psoriasis eingesetzt werden. Mit Infliximab dürfen Kinder mit Schuppenflechte nicht behandelt werden. Etanercept kann bei Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren zur Behandlung einer chronischen schweren Plaque Psoriasis eingesetzt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Alle drei Wirkstoffe dürfen Sie während der Schwangerschaft nicht anwenden. Auch dürfen Sie nicht stillen, wenn Sie diese Arzneien anwenden. Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe schließen mit Vitamin-D-Abkömmlingen, die äußerlich angewendet werden und die sind grün bewertet, geeignet bei Schuppenflechte zur äußerlichen flächenmäßig begrenzten Behandlung. Danach kommt ein gelber Kasten, wie Cremes, Salben etc. wirken.